Stefanie Hertel, geboren am 25. Juli 1979 in Oelsnitz im Vogtland, Ostdeutschland, ist eine gefeierte deutsche Sängerin und Fernsehmoderatorin, die für ihre Beiträge zum Volksmusikgenre bekannt ist. Schon in jungen Jahren zeigte sie ein bemerkenswertes Talent für Musik, das sie auf den Weg zum Ruhm brachte. Frühes Leben und musikalische Anfänge. Stefanies musikalische Reise begann in jungen Jahren. Sie wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Ihr Vater, Eberhard Hertel, war ein beliebter Volksmusiksänger, was natürlich ihr frühes Interesse an Musik beeinflusste. Mit 4 Jahren trat sie bereits mit ihrem Vater auf der Bühne auf. Ihr Talent war unverkennbar und sie wurde bald zu einer regelmäßigen Darstellerin in verschiedenen Fernsehsendungen. Mit 10 Jahren veröffentlichte Stefanie ihre erste Single, was den Beginn ihrer professionellen Karriere Aufstieg zum Ruhm. Ihr Durchbruch kam 1992, als sie den Grand Prix der Volksmusik, einen prestigeträchtigen Musikwettbewerb, mit dem Lied »Über jedes Bacherl geht Abrückerl« gewann. Dieser Sieg katapultierte sie zu nationaler Berühmtheit und sie wurde in Deutschland und Österreich ein bekannter Name. Ihr Erfolg im Wettbewerb öffnete viele Türen und führte zu zahlreichen Fernsehauftritten und Konzerttouren. Privatleben, Liebe und Herzschmerz. Stefanie Hertels Privatleben stand oft im Rampenlicht, insbesondere ihre Beziehung zu Stefan Meross, einem anderen Volksmusikstar. Die beiden lernten sich Anfang der 1990er Jahre kennen und wurden schnell zu einem der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands. Ihre Beziehung blühte sowohl privat als auch beruflich auf und sie traten oft zusammen auf und verzauberten das Publikum mit ihrer Chemie und ihren harmonischen. 2001 heirateten Stefanie und Stefan in einer vielbeachteten Hochzeit. Ihre Verbindung wurde als wahrgewordenes Märchen angesehen und sie galten als das goldene Paar der Volksmusikszene. Hinter den Kulissen sah sich ihre Beziehung jedoch zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Der Druck ihrer Karrieren und die ständige öffentliche Kontrolle forderten ihren Tribut von ihrer Ehe. Trotz ihrer Bemühungen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, gaben sie 2011 ihre Trennung bekannt und beendeten damit ihre 10-jährige Ehe. Die Nachricht war ein großer Schock für ihre Fans und markierte ein schmerzhaftes die Kämpfe und der Kummer. Stefanie Hertel hat auch nach ihrer Scheidung ihren Anteil an Kummer erlebt. Die Anforderungen der Unterhaltungsindustrie und die ständige Notwendigkeit, relevant zu bleiben, können überwältigend sein. Sie hat offen über die Schwierigkeiten gesprochen, ihre Karriere und ihr Privatleben in Einklang zu bringen, insbesondere über die Herausforderungen, Mutter zu sein und gleichzeitig eine erfolgreiche Karriere aufrechtzuerhalten. Der Druck, in der Öffentlichkeit immer glücklich und perfekt zu erscheinen, war eine schwere. Eine der größten Tragödien in ihrem Leben war der Verlust ihrer Mutter Elisabeth Hertel, die 2017 verstarb. Elisabeth war nicht nur eine unterstützende Mutter, sondern auch eine entscheidende Figur in Stefanies Karriere, die sie oft zu Auftritten begleitete und ihr unerschütterliche Unterstützung bot. Ihr Tod hinterließ eine tiefe Lücke in Stefanies Leben, und sie hat seitdem über die tiefe Trauer und Traurigkeit gesprochen, die sie während dieser Skandale und öffentliche Kritik. Im Laufe ihrer Karriere hat Stefanie Hertel es geschafft, ein relativ sauberes Image zu wahren und größere Skandale zu vermeiden. Wie viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens war sie jedoch nicht immun gegen Kontroversen. Ein bemerkenswerter Vorfall ereignete sich 2012, als sie an der deutschen Version von Dancing with the Stars namens Let's Dance teilnahm. Ihre Teilnahme an der Show, bei der sie freizügige Kostüme trug und sinnliche Tänze aufführte, löste Kritik einiger ihrer konservativeren Fans aus.
Sie waren der Meinung, dass ihr Image als anständige Volksmusiksängerin getrübt wurde. Trotz der Gegenreaktion verteidigte Stefanie ihre Entscheidung und erklärte, dass dies eine Gelegenheit war, sich selbst herauszufordern und als Triumphe und Erfolge. Trotz der Herausforderungen und Kontroversen war Stefanie Hertels Karriere von bedeutenden Erfolgen geprägt. Sie hat zahlreiche Alben veröffentlicht, von denen viele Gold- und Platinstatus erreichten. Ihre Musik findet bei den Fans weiterhin Anklang, und sie bleibt eine beliebte Figur im Volksmusikgenre. Stefanie hat auch erfolgreich den Übergang zur Fernsehmoderatorin geschafft und moderiert verschiedene Musik- und Unterhaltung. Neben ihrem musikalischen Erfolg ist Stefanie Hertel auch für ihre karitative Arbeit bekannt. Sie engagiert sich in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen und nutzt ihre Plattform, um auf verschiedene Anliegen aufmerksam zu machen. Ihr Engagement für die Philanthropie hat ihr über ihre musikalisch. Nach ihrer Scheidung von Stefan Meross konzentrierte sich Stefanie Hertel weiterhin auf ihre Karriere und ihre persönliche Entwicklung. Trotz der Herausforderungen blieb sie eine prominente Figur in der deutschen Musikszene, veröffentlichte neue Alben und erweiterte ihr Repertoire. Sie nutzte auch neue Möglichkeiten im Fernsehen und bei Live-Auftritten und stellte so ihre Vielseitigkeit als Künstlerin unter Beweis. Stefanies Widerstandskraft zeigte sich darin, wie sie mit dem Ende ihrer Ehe umging. Anstatt zuzulassen, dass die Trennung sie definierte, nutzte sie sie als Gelegenheit zur Selbstfindung und Neuerfindung. Ihre Musik begann, ein breiteres Spektrum an Emotionen und Erfahrungen wiederzuspiegeln und fand bei einem größeren Publikum Anklang. Ihre Alben in den Jahren nach ihrer Scheidung zeigten eine reife Künstlerin, die durch ihre Erfahrungen 2014 fand Stefanie Hertel erneut die Liebe mit dem Musiker Lenny Lanner. Die beiden lernten sich über gemeinsame Freunde in der Musikbranche kennen und entwickelten schnell eine tiefe Verbindung. Lenny, ein österreichischer Rocksänger, brachte einen anderen musikalischen Einfluss in Stefanies Leben, und das Paar begann, bei verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten. Ihre Beziehung, die von gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Leidenschaft für Musik geprägt war, brachte eine neue Dimension in Stefanie. Die Liebesgeschichte von Stefanie und Lenny bot einen Neuanfang und eine neue Lebensperspektive. Sie heirateten 2014 in einer privaten Zeremonie im Kreise enger Familie und Freunde. Dieses neue Kapitel in ihrem Privatleben brachte Stefanie ein neues Gefühl von Glück und Stabilität, was sich in ihrer nachfolgenden Arbeit widerspiegelte. Die Balance zwischen Karriere und Privatleben war schon immer ein wichtiger Aspekt von Stefanie Hertels Weg. Sie ist die stolze Mutter von Johanna Meross, ihrer Tochter aus ihrer Ehe mit Stefan Meross. Stefanie hat oft über die Bedeutung der Familie und die Freude der Mutterschaft gesprochen. Trotz ihres vollen Terminkalenders hat sie sich immer Zeit für ihre Tochter genommen und dafür gesorgt, dass Johanna die Liebe und Aufmerksamkeit erhält, die sie. Johanna ist in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und zeigt ein großes Interesse an Musik. Stefanie hat die Bestrebungen ihrer Tochter unterstützt, ihr Orientierung gegeben und es Johanna gleichzeitig ermöglicht, ihren eigenen Weg zu finden. Das Mutter-Tochter-Duo ist sogar schon mehrmals zusammen aufgetreten und hat das Publikum mit seinen harmonischen Stimmen und seiner unbestreitbaren Verbundenheit begeistert. Musikalische Entwicklung und Zusammenarbeit. Stefanie Hertels musikalische Entwicklung war geprägt von ihrer Bereitschaft, neue Genres und Stile zu erkunden. Obwohl sie in der Volksmusik verwurzelt bleibt, hat sie sich auch an Pop, Rock und Folkmusik gewagt. Ihre Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern hat ihren musikalischen Horizont erweitert und sie einem neuen Publikum vorgestellt. Eine bemerkenswerte Zusammenarbeit war die mit ihrem Ehemann Lenny Lanner.
Gemeinsam gründeten sie eine Band namens More Than Words und vermischten ihre musikalischen Einflüsse zu einem einzigartigen Sound. Die Musik der Band, die sich durch gefühlvolle Texte und harmonische Melodien auszeichnet, erhielt positive Kritiken und demonstrierte Stephanies Fähigkeit, sich anzupassen und zu erneuern. Herausforderungen und Belastbarkeit. Trotz ihrer Erfolge war Stephanie Hertel im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Der ständige Druck, in der sich ständig verändernden Musikbranche relevant zu bleiben, kann entmutigend sein. Darüber hinaus war es nicht immer einfach, mit der kritischen Betrachtung umzugehen, die mit der Rolle als Person des öffentlichen Lebens einhergeht. Stephanies Widerstandskraft und Entschlossenheit haben ihr jedoch geholfen, diese Hindernisse zu überwinden. Eine große Herausforderung war der Tod ihres Vaters Eberhard Hertel im Jahr 2021. Eberhard hatte nicht nur einen großen Einfluss auf Stephanies musikalische Karriere, sondern war auch eine geliebte Vaterfigur. Sein Tod war ein enormer Verlust für Stephanie, und sie hat offen über die Trauer und den Kummer gesprochen, die sie erlebt hat. Trotz dieses Kummers hat Stephanie das Erbe ihres Vaters durch ihre Musik weiterhin gewürdigt und seine Erinnerung in ihren Auftritten lebendig gehalten. Neue an deren Stelle und ziehst den Faden etwas an. Dann folgen wieder zwei rechte Maschen im Flatknit Stitch, also den Faden vor die Pins legen und die unteren Schlaufen drüber heben. Dann folgen wieder zwei linke Maschen. Und so geht das Ganze jetzt für die gesamte Runde weiter und anschließend noch für 5 weitere Runden, sodass dein Bündchen insgesamt 6 Runden beträgt. Die stricke ich einmal hinter der Kamera. Der Bereich vom Bündchen bis zur Öffnung für den Daumen, der wird im U-Wrap gearbeitet. Achte bitte dabei darauf, den Faden ganz locker zu führen und nicht stramm zu führen, denn sonst wird die Stulpe hinterher zu eng. Für den U-Wrap legst du den Arbeitsfaden von vorne halb um den nächsten Pin herum. Wie gesagt, ganz locker, keine Spannung drauf. Und hebst die untere Schlaufe einmal so drüber, wie du es sonst auch bei einer, beim Flatknit Stitch machst. Faden von vorne halb um den nächsten Pin und die untere Schlaufe drüber heben. Faden vor den nächsten Pin halb um ihn herum.